Sören wieder am Start. Ja, wir sind wieder auf Tour. So, nachdem wir unsere Zweitagestour hier letzte Woche beendet haben, sind wir heute wieder auf einer Tagestour mit leichtem Gepäck. Super geil. Eine Wohltat. Heute machen wir eine kleine Vitaltour, einen Premium-Wanderweg hier wieder am Rande des Soonwalds. Knapp 20 Kilometer. Ist jetzt irgendwie 12 Uhr mittags und es regnet. Es regnet nicht und wir haben Bombenwetter und das macht echt Spaß. Wir sind gerade losgegangen und kann mal kurz einen Panoramablick geben. Ist alles so schön grün hier, steht alles im Saft. Super geil, mit dabei unser offizieller Outdoor-Hund, Milka ist wieder am Start. Genau, und dann sind wir mal gespannt, was die Tour so bringt. Ganze Zeit lang durch den Wald unterwegs, gerade hier sehr schön, so ein Bachlauf gefolgt und das ist schön, die Vögel zwitschern, das Wasser plätschert, es ist ganz angenehm kühl wegen dem Wasser auch hier, obwohl draußen außerhalb des Waldes bestimmt so 25, 27 Grad sind, haben wir es hier im Wald eigentlich angenehm kühl. Ja, Weg lässt sich gut gehen, bisher war Spaß bei der Nummer. Ich habe eben meine Kamera verloren, da kommt man nochmal ein Stück zurückgehen. Aber zum Glück haben wir sie wiedergefunden, wie ihr seht. Wir machen einfach mal weiter, werden gleich mal eine kurze Trinkpause machen, wo wir uns mal hinsetzen. Ich werde da mal Müsli-Riegel essen, ich habe nämlich noch nichts gegessen heute. Und langsam habe ich Hunger, ja. Genau, gehen wir mal weiter. Erste Pause an einem wunderhübschen Ort hier. Das ist direkt vor der Schinderhanneshöhle, die sich da befindet. Ich mache gleich mal so einen Rundumschwenk. Es gibt auch extra ein Schild, das auf die Schinderhanneshöhle zeigt. Auch, das zeige ich auch gleich mal. Filme ich gleich. Weil da ist ein Wanderschild, Schinderhanneshöhle, 20 Meter. Knack, das voll ist. Will. Ob uns gleich ein Baum auf den Kopf fällt. Wir wissen es nicht, naja. Ja. Wir sind im Hunsrück. Im Hunsrück sind wir. Genau. So, ich filme gerade den Platz, der ist wunderschön hier, weil hier so ein Bach sich langschlängelt und die Höhlenwald und die Felswand und schöner Mischwald, super nett hier. Thank you.
So, wir sind jetzt ungefähr in der Hälfte unserer Tour. Wir haben gerade den Wald hinter uns einen harten Aufstieg gehabt. Wir sind total nass geschwitzt und haben gejapst wie die alten Dampflokomotiven. Aber wir sind oben, wir haben es geschafft, haben jetzt kurz mal was getrunken, ganz kurze Pause gemacht und werden belohnt mit einem wunderschönen Ausblick über die Landschaft. Und da lasse ich euch jetzt mal teilhaben. Einfach nur wow. Und ich hoffe, man hört auch die Vögel zwitschern, die wir hier hören. Das hört sich nämlich wunderschön an. Ja, und jetzt geht's dann diese Wiese hier weiter entlang. Ich bin mal gespannt. Bisher eine richtig gute Tour. Wohltat. Die Entdeckung am Wegesrand. Oh, ein Kneippbecken, ist das nicht geil? Da werde ich jetzt meine geschundenen Füße. Oh ja. Oh, ist das kalt. Super geil. Ja, dann werden wir jetzt ein bisschen kneipen hier. Kurz Pause machen, was trinken. Und dann machen wir es gleich wieder auf den Weg. Sehr, sehr geil. So, schön gerastet und gekneipt. Wir sind wieder erfrischt. Wir haben ein bisschen mehr wie die Hälfte der Tour hier zu liegen, auch ganz gut in der Zeit. Jetzt geht es gleich durch ein Dorf hier, durch Auen heißt es. Da gucken wir mal, ob wir da eine Taverne finden. Und dann trinken wir mal ein Bier. Ha! Und essen Pommes. Klingt am Plan. Ich hoffe, dass da was auf hat um die Zeit. Aber es ist Samstagnachmittag, warum soll das Zeug zu haben? Da finden wir was. Also, dann machen wir uns wieder auf den Weg. Eine Brücke über einen reißenden Bach. Dann werden wir diese Schlucht überqueren können. Wie schön. Diese kleinen Häuser hier. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp, klipp, klapp. Das ist ja witzig. Schön. Eine Pause jetzt hier, wir haben eine Gaststätte gefunden hier in dem kleinen wunderhübschen Dorf Auen. Wir haben uns erstmal hier ein Bier der Region bestellt. Kirapilz, das beste Bier. Das war das erste Bier, was ich im Leben getrunken habe. Wir haben uns so eine dicke Portion Pommes bestellt. Wir machen jetzt erstmal eine üppige Pause, bevor es dann weitergeht. Wir haben etwa noch 2 Stunden zu gehen, aber jetzt heißt es stärken. Zum Wohl!
Steil geht es bergab. Nach einem super harten Aufstieg, den wir gerade hinter uns haben. Wir haben gerade einfach nur so eine Bergkuppe überquert. Den Rabenkopf. Sein Jammer, jetzt müssen wir schon wieder runter. Haben wir uns die Höhenmeter so hart erkämpft. Und schon müssen wir wieder runtergehen. Und ich glaube, danach kommt der nächste Anstieg. Naja, müssen wir mal schauen. Ein verwunschenes Tal. Sehr, sehr geil. Nett, ne? Zweite Mal, dass der Weg versperrt ist durch umgestürzte Bäume. Da müssen wir jetzt durch. Jawohl. Wir schaffen das! So, raus aus dem Wald sind wir. Und im Endspurt, wir sehen in der Ferne schon den Kirchturm, wo wir geparkt haben. Und ist ja eine geile Strecke. Hat so ein paar kleine Killeraufstiege drin. So kurz, aber knackig. Aber haben wir gut bewältigt. Und jetzt geht's noch über dieses Feld. In diese Richtung, da liegt unser Ziel, die Kirche. Einmal den Rundblick, da hinten kommen wir raus aus dem Wald. Das war eine super Sache. Toller Weg. Und wir gehen ihn jetzt noch zu Ende. Es müssten noch 1-2 Kilometer sein. Und dann schauen wir mal. Wir melden uns dann gleich nochmal, wenn wir im Auto sind. So, wir haben es geschafft, wir sind im Auto. Yes. 20 Kilometer hinter uns. Und in der Tat, die letzten 2 Kilometer hatten es auch noch mal in sich. Ey, das ist ja unglaublich. Wir sind jetzt doch relativ platt. Aber eine sehr, sehr geile Tour. Wie hieß die? Willisberg? Nee, was? Irgendwie sowas. Ja, Willi-Tour, keine Ahnung. Ja, genau. Die Willi-Tour, die haben wir jetzt gemacht. Sehr geil, 20 Kilometer. Wir haben mit üppigen Pausen ungefähr 7 Stunden gebraucht. Kann man lassen, ist okay. Es hat Spaß gemacht. Ja, dann verabschieden wir uns mal für heute und eine gute Wanderzeit.